Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ganz herzlich begrüße ich Sie zur nächsten Europarechtsvorlesung. Wegen des Homeoffice, das die Pandemie uns ja auferlegt und das in diesen Zeiten ratsam ist, bin ich nun noch einmal nicht hier im Bild zu sehen. Sie sehen aber im Bild den ganzen Lehrstuhl. Alle, die in irgendeiner Weise an dieser oder an den anderen Vorlesungen mitwirken, ja, Vorschriften machen wir vielleicht auch, also vielleicht ein etwas ehrlicheres Bild, als wenn ich hier alleine zu sehen wäre. Wir haben von den Grundfreiheiten, die ja ein sehr wichtiges Element im Europarecht sind, schon eine ganze Menge geschafft, nämlich die Paragraphen 9 und 10, die Grundlagen und den Abbau von Beschränkungen. Heute werden wir nun sehen, wie die Reichweite der Grundfreiheiten wirklich ist, indem wir uns die Rechtfertigung von Beschränkungen ansehen. Ich hatte schon mehrfach gesagt, wenn ein Eingriff in eine Grundfreiheit erfolgt ist, wenn die Grundfreiheit beschränkt wurde, dann haben wir zunächst mal uns auseinanderzusetzen mit dem Verbot solcher Beschränkungen, aber es gibt die Möglichkeit, die Beschränkung zu rechtfertigen. Und hierfür gibt es einen Maßstab oder verschiedene Maßstäbe. Zum Teil finden Sie in der Literatur die Aussage, dass diese Maßstäbe unklar seien, dass der Gerichtshof mit geschriebenen und ungeschriebenen Rechtfertigungsmaßstäben arbeitet und das nicht so recht voneinander abzugrenzen ist. Ich behaupte mit einem unter Rückgriff auf einen Teil der Literatur, leider ist das nicht aus meiner eigenen Idee entstanden, aber ich halte das für überzeugend, dass wir dann, wenn wir mit geschriebenen Rechtfertigungsgründen arbeiten, diese Rechtfertigung aufgrund mitgliedstaatlicher Regelungskompetenz erfolgt, beziehungsweise, um es noch präziser zu sagen, aufgrund verbliebener mitgliedstaatlicher Regelungskompetenz. Was ist damit gemeint? Werfen wir zunächst wieder, erstens, weil es am einfachsten ist und zweitens, weil es historisch am Anfang steht, einen Blick in die Warenverkehrsfreiheit. Die Norm, die hier einschlägig ist, ist der Artikel 36 AEUV. Wie ist Artikel 36 AEUV aufgebaut? Wenn Sie sich die Norm ansehen, dann werden einige Gemeinwohlgüter genannt, die eine Beschränkung von Einfuhr, Ausfuhr und Durchfuhr rechtfertigen können. Und es wird in Satz 2 werden an die Rechtfertigung noch andere Anforderungen gestellt. Diese Norm ist auch keine Erfindung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, sondern sie vollzieht nach, was einige Jahre zuvor im General Agreement on Tariffs and Trade, GATT, im Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommen von 1947 als allgemeine Ausnahmen für den Warenhandel vorgesehen waren. Ich habe einfach mal zu historischen Erläuterungen dort den Artikel römisch 20, also XX heißt nicht, dass jemand nicht schreiben konnte oder sowas, sondern das ist eine römische 20. Und dort ist aufgelistet, welche Gemeinwohlgüter im GATT zur Rechtfertigung von Einschränkungen des Warenhandels herangezogen werden können. Und so ähnlich ist eben auch unser Artikel 36 AEUV gefasst. Mitgliedstaatliche Regelungskompetenz dauert also fort in den Gemeinwohlbereichen, die der Artikel 36 AEUV auflistet. Und weil die Mitgliedstaaten da noch Regelungskompetenzen haben, sofern sie diese verlieren im Rahmen der Harmonisierung, ist der Artikel 36 dann nicht mehr anwendbar. Wir haben einen Verweis auf den Artikel 36, auch in Artikel 114 Absatz 4 AEUV. Sollte Ihnen das an der Stelle unklar sein, keine Sorge, wir haben ja noch einen Paragraphen, in dem wir uns mit Harmonisierungsfragen befassen. Gut,
Nun wirklich zum Aufbau. Der Aufbau ist also die einzelnen Rechtfertigungsgründe in Satz 1 und der Chapeau in Satz 2. Chapeau heißt Hut übersetzt. Der Hut ist ja normalerweise nicht unten. Aber wenn Sie in dem Artikel Römisch 20 Gatt hineinschauen, da ist das, was im Satz 2 des Artikel 36 AEV ist, oben. Da sitzt der Hut sozusagen auf den Rechtfertigungsgründen drauf. Und den Hut möchte ich auch zunächst mit Ihnen besprechen. Was sieht der Satz 2 vor des Artikel 36? Diese Verbote oder Beschränkungen, also diese Gemeinwohlgüter, die da vorgebracht werden, dürfen jedoch weder ein Mittel zur willkürlichen Diskriminierung noch eine verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten darstellen. Sie dürfen keine willkürliche Diskriminierung darstellen. Das heißt, der Rechtfertigungsgrund muss die Differenzierung tragen. Tut er es nicht, haben wir Willkür. Und es darf keine verschleierte Handelsbeschränkung sein. Das ist nach allgemeiner Auffassung eine Umschreibung des Verhältnismäßigkeitsprinzips. So schaut also der Chapeau aus und der ist eben dann bezogen auf einzelne Rechtfertigungsgründe. Die Bestimmungen der Artikel 34 und 35 stehen Einfuhr, Ausfuhr und Durchfuhr Verboten oder Beschränkungen nicht entgegen, die aus Gründen der gerechtfertigt sind, der öffentlichen Sittlichkeit gerechtfertigt sind. Ein Rechtfertigungsgrund, der meines Erachtens in der Rechtsprechung zum freien Warenverkehr ein einziges Mal zur Anwendung gekommen ist. Ich habe die Entscheidung nicht mal rausgesucht und es ist vielleicht auch ein ungeeignetes Thema für die Fixierung auf einer öffentlich zugänglichen Vorlesungsaufzeichnung. Da ging es um den Import zur Zeit, als Großbritannien noch Mitglied damals der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft war, den Import von pornografischen Artikeln aus Dänemark nach Großbritannien. Da wurde mit diesem Rechtfertigungsgrund argumentiert. Öffentliche Sicherheit und Ordnung. Das ist wichtiger und das ist schwieriger. Sie erkennen möglicherweise die Schwierigkeit gegenwärtig noch nicht, weil Sie normalerweise an unserer Humboldt-Universität jetzt im dritten Semester sind und das Polizeirecht oder wie es auch heißt, das öffentliche Sicherheits- und Ordnungsrecht noch nicht gehört haben, das Ihnen im vierten Semester präsentiert wird. Im Polizeirecht, im deutschen öffentlichen Sicherheitsrecht, ist der Begriff der öffentlichen Sicherheit sehr weit. Das sind sehr vereinfacht gesprochen, Sie werden das am Schluss, wenn Sie diese Vorlesung dann im Sommer gehört haben, en Detail wissen. Das meint im Grunde alle Rechtsgüter, die gefährdet sein können. Damit wäre der Begriff ausgesprochen weit. Von Anfang an wird er aber im Einklang mit der Lehre vom Europäischen Gerichtshof, die Lehre folgt mehr oder weniger freiwillig oder nicht, eng interpretiert. Öffentliche Sicherheit meint den Kern der inneren Sicherheit und die äußere, in Klammern militärische Sicherheit der Staaten. Und die öffentliche Ordnung wird entsprechend angehängt. Also Vorsicht, Falle. Gleiche Wörter bedeuten nicht das Gleiche im AEUV oder zum Beispiel im Berliner Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz oder in den anderen Polizeigesetzen der Länder. Ganz wichtig und leichter zu interpretieren, der Schutz der Gesundheit und des Lebens von Menschen, Tieren oder Pflanzen. Es kann zur Rechtfertigung einer Einschränkung des freien Warenverkehrs vorgebracht werden, dass zum Schutz der Gesundheit des Lebens von Menschen, Tieren oder Pflanzen, das sind in der Diktion des Welthandelsrechts die sanitären und phytosanitären Maßnahmen, bezogen auf die Pflanze, das ist anerkannt. Und ich glaube, leider kann man das in der Pandemie auch gut verstehen. Denken Sie mal, wir wissen nun, dass so ein Virus, dieses Virus, mit dem wir gerade kämpfen, nicht über den Import von Gegenständen übertragen wird, aber das könnte ja auch sein.
Und dann müsste man eben die Einfuhr bestimmter Waren verhindern. Bei den Tieren und Pflanzen können Sie es sich noch leichter vorstellen. Ein Anwendungsfall der Vergangenheit hat wiederum mit Großbritannien zu tun. Dort gab es in den späten 1980ern, frühen 1990er Jahren eine Erkrankung von Rindern. Auf Englisch nannten die das Mad Cow Disease, BSE, die naturwissenschaftliche Abkürzung. Da wurde eine Zeit lang der Import britischen Rindfleischs untersagt, weil man die Befürchtung hat, dass oder das nicht genau weiß, ob diese Erkrankung, die die Tiere durch unsachgemäßes Füttern bekommen haben, ob das auch nach dem Verzehr von Rindfleisch eben den Menschen betrifft. Also das ist relativ leicht nachvollziehbar. Ja, von einem Produkt geht eine Gesundheitsgefahr aus, sogar für das Leben des Menschen gefährlich, aber auch für Tiere oder Pflanzen gefährlich. Das ist gut nachvollziehbar. Schutz des nationalen Kulturguts von künstlerischem, geschichtlichem oder archäologischem Wert, wenn wir überhaupt in den Warenbegriff reinkommen, weil ja die Rechtsprechung zum Teil diese Gegenstände schon als res extra commercium charakterisiert und gleichsam aus dem Warenbegriff rausnimmt, dann ist den Mitgliedstaaten jedenfalls auch noch eine rechtfertigende Gesetzgebung erlaubt. Aber immer Vorsicht, den Chapeau beachten, nur wenn keine Diskriminierung, keine willkürliche Diskriminierung vorliegt, so, und vor allen Dingen der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz gewahrt ist. Die allerkomplexeste Rechtfertigung, die der Artikel 36 vorhält, ist der Schutz des gewerblichen und kommerziellen Eigentums. Und da gleich die schlechte Nachricht, das kann ich nur andeutungsweise besprechen, denn hier geht ein ganzes Rechtsgebiet hängt da dran, das an unserer Fakultät mit mehreren Lehrstühlen diese Fragen beforscht. Da könnte ich, ist also jetzt das Blamagerisiko für mich sehr hoch. Worum geht es da? Es geht um Ausschließlichkeitsrechte von Schutzrechteinhaber, also Habern, also Inhaber von gewerblichen oder kommerziellen Eigentumsrechten, etwa Markenrecht, Warenzeichenrecht, Urheberrecht. Und da kann, aus diesem Grund kann eben der Warenverkehr gerechtfertigt beschränkt werden. Es gibt einen einschränkenden Grundsatz, den sogenannten Erschöpfungsgrundsatz, dass dieses Schutzrecht dann aber auch mit dem erstmaligen in Verkehr bringen auf dem Binnenmarkt erschöpft ist, dass also der Schutz nicht sozusagen sich in mehrfachem in Verkehr bringen da perpetuieren würde. Ich lasse es aber dabei bewenden und mache jetzt ein bisschen Werbung für andere Schwerpunktbereiche. Wen das sehr interessiert, und es ist wahnsinnig interessant, gerade im Kontext der Digitalisierung, den kann ich an unserer Fakultät nun wirklich auf die Fachleute des Gebiets verweisen. Durch die anderen Grundfreiheiten kommen Sie mit dem Wissen, das Sie jetzt schon haben, gut durch. Nehmen wir uns zunächst mal die Arbeitnehmerfreizügigkeit vor. Das sind die geschriebenen Rechtfertigungsgründe in Artikel 45 Absatz 3 in der Parenthese enthalten. Vorbehaltlich der aus Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit und Gesundheit gerechtfertigten Beschränkungen. Auch hier eine enge Auslegung, die auf den ganzen 45 Absatz 3 Anwendung findet und auf 45.2 mit, das vielleicht als Ergänzung, überwiegend aber durch Sekundärrecht konkretisiert worden ist. Mittlerweile ist diese geschriebene Schranke aufgegangen im allgemeinen Freizügigkeitsrecht und ehrlich gesagt spielt sie nicht mehr die absolut ganz große Rolle. Bei der Niederlassungsfreiheit haben wir eine entsprechende Regelung in Artikel 52. Dieses Kapitel und die da aufgrund desselben getroffenen Maßnahmen beeinträchtigen nicht die Anwendbarkeit der Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die eine Sonderregelung für Ausländer vorsehen und die aus Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit oder Gesundheit gerechtfertigt sind.
das hat eine gewisse Logik, dass das mit der Arbeitnehmerfreizügigkeit gleichläuft, denn das geht ja beide Male um die Personenverkehrsfreiheit, einmal eben um die der Selbstständigen, einmal um die der Nicht-Selbstständigen. Ein gefährlicher Arbeitnehmer ist genauso gefährlich wie ein gefährlicher Selbstständiger. Deswegen gibt es da keinen signifikanten Unterschied und wir haben die gleichen Konkretisierungen letztlich auch in den gleichen sekundärrechtlichen Regelungen, die wir jetzt en Detail uns nicht ansehen können. Bei der Dienstleistungsfreiheit haben wir wieder die normative Falle des Artikel 62, hätte ich fast gesagt. Bitte diesen Verweis nie vergessen. Gleiche Argumentation, gleicher Regelungsinhalt. Ein bisschen komplizierter ist es bei der Kapitalverkehrsfreiheit. Die enthielt sogar in 65a oder enthält, Verzeihung, in 65.1a eine ausdrückliche Diskriminierungserlaubnis. Das ist aber interpretativ so einzuschränken aufgrund einer Erklärung zum Vertrag von Maastricht, dass das nur Regelungen bis 1993 sind. Na, das haben wir hier der Vollständigkeit halber mit im Video. Ich würde mal sagen, das kommt sozusagen in Prüfungen nicht dran. Ja. Klarer für Sie erkennbar 65.1b. Gruselige Dinge wie Geldwäsche, Drogenhandel und Terrorismus sowie Aufrechterhaltung Versorgung, wiederum aus Gründen der öffentlichen Ordnung oder Sicherheit. Da kann man also, können also die Mitgliedstaaten die Kapitalverkehrsfreiheit auch aufgrund einer geschriebenen Schranke begrenzen. Es wird auf die Niederlassungsfreiheit und parallel auf die Dienstleistungsfreiheit verwiesen und wir haben in 65 Absatz 3 die Schrankenschranke oder den Chapeau für die Kapitalverkehrsfreiheit. Beim Kapitalverkehr mit Drittstaaten gibt es ein Verschlechterungsverbot. Das heißt, bestehende Beschränkungen können bleiben, neue dürfen nicht hinzutreten und eine Handlungsbefugnis für die Union. Wen das besonders interessiert, verweise ich auf Artikel 64. Sie sehen in den Punkten, in denen ich etwas schneller durch das Programm gehe, haben wir eher Punkte zur Vertiefung. Es gibt noch die Schutzklausel des Artikel 66 für Schutzmaßnahmen bei außergewöhnlichen Umständen, die die Wirtschafts- und Währungsunion zu stören drohen. Da kann der Kapitalverkehr mit Drittländern eingeschränkt werden. Vielleicht noch ein Punkt, den Sie einfach kennen sollten, aber der im Pflichtfachbereich nicht die große Rolle spielt. Es kann die Kapitalverkehrsfreiheit auch punktuell für einzelne Personen beschränkt werden, solche nämlich gegen die Sanktionen verhängt werden im Rahmen der Bekämpfung des Terrorismus, wie es hier heißt in Artikel 75. Was sind das für Personen? Nun, das sind solche, die den freien Kapitalverkehr nutzen, um den Terrorismus zu finanzieren. Ich glaube, es bedarf keiner großartigen rechtspolitischen Begründung, warum so etwas möglich sein muss. Also nicht die Finanzierung, sondern deren Verhinderung. Und zumeist geschieht das auf der Basis von Sanktionen der Vereinten Nationen, die dann in der Europäischen Union umgesetzt werden. Sie sehen also schon an diesem Tableau der Einschränkungsmöglichkeiten bei den anderen Grundfreiheiten, so richtig viel übrig bleibt da nicht, was allgemeine Regeln sind, sondern das Entscheidende spielt sich letztlich dogmatisch auch bei der wahren Verkehrsfreiheit ab. Jetzt sind wir wirklich ganz im Kern des Rechts der Grundfreiheiten, denn es treten ungeschriebene Rechtfertigungsgründe hinzu und das ist sicherlich einer Erläuterung bedürftig, einer dogmatischen. Begründet wurde dies für die Warenverkehrsfreiheit durch den Europäischen Gerichtshof in der Entscheidung Cassis de Dijon, die ich Ihnen auch natürlich auf dem Handout wiedergebe. Nun, was ist Cassis de Dijon?
Ich habe mal eine Flasche mitgebracht, ja, also das ist ein Johannisbeergetränk, ja, und da geht es auch schon los. Ich hätte jetzt beinahe gesagt, ein Likör, und darüber wurde gestritten. Nach dem seinerzeitigen deutschen Branntweinmonopolgesetz war es nämlich nicht erlaubt, Produkte als Frucht, wie hießen die, Fruchtliköre zu importieren, die einen Alkoholgehalt unter 25 Volumenprozent haben. Cassis de Dijon, es gibt übrigens noch andere Marken, ich habe jetzt einfach mal eins aus dem Netz geholt, hat einen Alkoholgehalt von 15 bis 20 Volumenprozent. Ja, mach mal die Flasche mal lieber weg, ehe noch einer zur Trunksucht verleitet wird. Denn genau das war das Argument der Bundesregierung. Also dieses Produkt war in Deutschland nicht erlaubt. Damit haben wir nach der Dasson-Ville-Formel eine Maßnahme, die wie eine mengenmäßige Beschränkung wirkt, weil sie eben den Handel tatsächlich oder potenziell mittelbar oder unmittelbar behindert. Ja, eine tatsächliche und unmittelbare Behinderung, würde ich hier sagen. Und nun müssen wir mit Rechtfertigungsgründen arbeiten. Vortrag der Bundesregierung seinerzeit, das habe ich als Student schon gelernt und fand es damals schon amüsant, Gründe der öffentlichen zum Schutz der Gesundheit des Lebens von Menschen, Artikel 36. Warum? Eigentlich merkwürdig, ja, hat ja weniger Alkohol, also der Gesundheitsschaden ist nicht so offenkundig. Und da hat die Bundesregierung vorgetragen, naja, wenn jetzt sozusagen alles Mögliche auf den Markt kommt, egal welchen Alkoholgehalt das hat, könnte zu einer Erhöhung des Alkoholkonsums insgesamt führen, so tatsächlich die Bundesregierung, und den Alkoholismus fördern, nach dem Motto, wenn wohl ein Likör drin ist, draufsteht, es ist aber nicht, ist aber weniger Alkohol drin, verliert der Kunde die Orientierung und damit wird er zum Alkoholismus verleitet. Nicht wirklich überzeugend. Aber der eigentliche Punkt ist der, dass hier ja schon etwas dran ist. Hier kommt ein Produkt auf den Markt mit einer bestimmten Bezeichnung und die Bezeichnung spiegelt sich in einer bestimmten Kundenerwartung. Das heißt, es muss weitere Gründe geben als die in Artikel 36 genannten. Und hier stellt nun der Gerichtshof die Cassis-Formel auf. Die heißt tatsächlich so: In Ermangelung einer gemeinschaftlichen Regelung der Herstellung und Vermarktung einer Ware ist es Sache der Mitgliedstaaten, alle, in Klammern wieder die Herstellung und Vermarktung dieser Ware, betreffenden Vorschriften für ihr Hoheitsgebiet zu erlassen. Hemmnisse für den Binnenhandel der Gemeinschaft, heute Union, die sich aus den Unterschieden der nationalen Regelungen ergeben, müssen hingenommen werden, soweit diese Bestimmungen notwendig sind, um, jetzt kommt's, zwingenden Erfordernissen gerecht zu werden, insbesondere den Erfordernissen einer wirksamen steuerlichen Kontrolle, des Schutzes der öffentlichen Gesundheit, der Lauterkeit des Handelsverkehrs und des Verbraucherschutzes. Darum geht es hier nämlich, um die Lauterkeit des Handelsverkehrs und des Verbraucherschutzes. Die Mitgliedstaaten können also Rechtsunterschiede haben, die auf der Basis solcher zwingenden Erfordernisse des Gemeinwohls bestehen. Was ist der Unterschied zwischen den ungeschriebenen und den geschriebenen? Das braucht man weniger, um es zu prüfen, sondern um es zu verstehen. Manche sagen ja, das ist absurd, noch ungeschriebene dazuzunehmen. Nein, ist nicht absurd. Hier liegt, wie ich es in der Überschrift gesagt habe, die Rechtfertigung im Unionsinteresse. Es ist noch nicht harmonisiert, aber die Europäische Union hat spezielle Harmonisierungsregeln und zielt auch auf eine Harmonisierung ab, zum Beispiel im Rahmen der Lauterkeit des Handelsverkehrs gibt es Kompetenzen und insbesondere beim Gesundheitsschutz, beim Verbraucherschutz, da haben wir Unionskompetenzen, wenngleich bei dem Gesundheitsschutz sie beschränkt sind, aber immerhin, es ist sozusagen die dogmatische Erläuterung, ist diejenige, dass hier Unionsinteressen noch in den Rechtsunterschieden in den Mitgliedstaaten stecken
Und bis dahin soll es möglich sein, diese zwingenden Erfordernisse durch die Mitgliedstaaten geltend zu machen. Diese Weiterung hat einen positiven Effekt auf den Binnenmarkt gehabt. Denn damit wurde erkannt, wo eigentlich die Probleme liegen. Und vor allen Dingen liegt in dieser Aussage auch oder in dieser Formel auch die Aussage, dass prinzipiell rechtlich oder dass die Rechtsordnung der anderen Mitgliedstaaten anerkannt wird, dass prinzipiell eine Ware anzuerkennen ist, die der Rechtsordnung eines anderen Mitgliedstaats entspricht. Nur ausnahmsweise können eben diese zwingenden Erfordernisse entgegengehalten werden. Ich mag Ihnen das nochmal an einem anderen Beispiel illustrieren. Ja, hoffentlich beschwert sich niemand, dass ich hier da irgendwelche Marken hier präsentiere. Das ist ja gar nicht mein Punkt. Einer meiner Lieblingsfälle ist der mit Margarine und Butter in Würfeln. Es gibt tatsächlich eine EuGH-Entscheidung dazu. Habe jetzt die Quelle nicht angegeben, aber es geht mir auch mehr um die Illustration. Ja, es wurde argumentiert, dass beim Import originellerweise nicht nach Deutschland, sondern nach Belgien Margarine nur in Würfelform dargeboten werden soll. Welchen Rechtfertigungsgrund kann das haben? Nun den Verbraucherschutz. Sie kennen das nicht mehr, deswegen habe ich hier historische Aufnahmen zusammengekratzt, die natürlich sehr gerne auch unter dem Gesichtspunkt Law and Gender einer Wertung zugänglich sein könnten. Und die Argumentation, die nachher auch kommt, ist leider auch in dieser Richtung nicht besonders schön. Aber da sie nicht von mir ist, ist es nicht so dramatisch. Sie kommt vom Europäischen Gerichtshof. Ja, also Aspekt Verbraucherschutz: im Likör muss eine bestimmte Alkoholmenge sein. Die Margarine muss sich leicht von der Butter unterscheiden lassen. Das war nämlich früher so, bevor es diese Plastikbecher gab, dass die Butter, wie Sie hier so ein altes Stück Butter sehen, quaderförmig war und die Margarine, die war immer würfelförmig. Ja. Die Cassis-Formel hat für den Binnenmarkt große Vorteile. Sie legt offen, was eigentlich die Probleme sind von Regelungen, die im Binnenmarkt abgebaut werden müssen, an denen es aber auch ein Unionsinteresse gibt. Und sie legt offen, dass eigentlich grundsätzlich alle Waren, die in einem Mitgliedstaat nach dessen Rechtsordnung hergestellt worden sind, grundsätzlich auch in einem anderen Mitgliedstaat vertrieben werden können muss. Ausnahme: es gibt solche zwingenden Erfordernisse des Gemeinwohls. Dann kann der freie Warenverkehr gerechtfertigt beschränkt werden. Die Europäische Kommission hat sich unter dem Stichwort neue Strategie, später nannte man das auch ein globales Konzept, dies zunutze gemacht und hat aufgehört damit, alle möglichen Einzelfragen von Produkten zu regeln, sondern hat darauf gesetzt, dass prinzipiell alle Produkte in der Europäischen Union verkehrsfähig sind, außer es gibt mal ein zwingendes Gemeinwohlerfordernis und dann wird harmonisiert. Sie kennen ja vielleicht, wenn die Leute Witze über das Europarecht machen, das dulde ich natürlich gar nicht, solche Vorschriften wie die Höhe von Traktorensitzen oder was nicht ganz dazu passt, aber gehört in die Kategorie Witz, der Krümmungsgrad von Gurken oder so etwas. Das kommt aus einer Zeit, in der die Europäische Kommission wirklich den Binnenmarkt herstellen wollte durch Komplettharmonisierung. Durch die Cassis-Dijon-Entscheidung war klar, die Kommission kann sich in ihren Harmonisierungsbemühungen beschränken darauf, in dem Bereich der zwingenden Erfordernisse des Gemeinwohls zu harmonisieren. Wenn Sie eine Klausur aus diesem Bereich schreiben und erkennen, dass es ein Handelshindernis gibt aufgrund eines Gemeinwohlgrundes,
dann ist für Sie die entscheidende Frage, ist das ein solcher zwingender Gemeinwohlgrund, wie ihn die europäische, wie ihn der Europäische Gerichtshof in Cassis errichtet hat. Und da haben Sie den großen Vorteil, dass der Gerichtshof sehr offen ist in der Anerkennung solcher Gemeinwohlgründe. Beim freien Warenverkehr hat er etwa den Umweltschutz als solchen Gemeinwohlgrund anerkannt oder etwa die Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen. Zählen Sie das hinzu zu dem, was eben schon in der Cassis-Entscheidung drin stand, steuerliche Kontrolle, Lauterkeit des Handelsverkehrs. Bei der Arbeitnehmerfreizügigkeit sind anerkannt worden der Schutz vor missbräuchlicher Führung akademischer Grade, Schutz sportlicher Wettbewerbe als Gemeinwohlgrund. Stichwort Arbeitnehmer bei Sport, in Sportvereinen wollen sozusagen in einem anderen Mitgliedstaat in einem Sportverein tätig sein. Im Grundsatz, wir kommen gleich noch zu den Schranken, ist das anerkannt worden, wenn es da Beschränkungen gibt. Der Schutz sozialer Sicherungssysteme, der Schutz des Steuerrechtssystems. Niemals wird bei der Arbeitnehmerfreizügigkeit anerkannt, es gibt praktische Schwierigkeiten, es ist so schwierig, die Arbeitnehmerfreizügigkeit zu sichern, deswegen machen wir einen Gemeinwohlgrund, Schwierigkeiten vermeiden, läuft nicht. Ebenso wenig der Gemeinwohlgrund Verwaltungsvereinfachung. Es wäre so viel einfacher, wenn es keine EU-ausländischen Arbeitnehmer gäbe. Das wäre der Verwaltung leichter zu handeln. Nicht anerkannt vom Gerichtshof. Und generell, ich merke, dass dieses Nicht einfach nochmal quer drüber hätte schreiben müssen, dann sage ich es jetzt nochmal mit besonderem Nachdruck. Niemals ist ein Gemeinwohlgrund, sind Gemeinwohlgrund wirtschaftliche Gründe. Das heißt, dass man sagt, wenn eine Ware importiert wird oder wenn die Arbeitnehmer grenzüberschreitend tätig sind, dann führt das dazu, dass wirtschaftliche Probleme entstehen, weil Wettbewerb in den Markt kommt und weil die heimische Produktion eingeschränkt wird. Das soll ja gerade geschützt werden, dieses Wettbewerbsschaffen durch grenzüberschreitende Betätigung. Was haben wir bei der Dienstleistungsfreiheit? Wir haben die Berufsregeln, die sozusagen da sind, um die Ausübung eines Berufs ordnungsgemäß ablaufen zu lassen. Das ist weit überwiegend sekundärrechtlich geregelt, aber nehmen wir mal an, wir hätten kein Sekundärrecht, dann ist es ganz gut, wenn es Regeln der ärztlichen Kunst gibt oder Regeln der Anwaltstätigkeit. Das kann natürlich dazu führen, dass hin und wieder der grenzüberschreitende Verkehr eingeschränkt ist, etwa weil die Ausbildung fehlt, was mittlerweile allerdings durch Harmonisierung geklärt ist. Schutz des geistigen Eigentums, Schutz der Arbeitnehmer oder Schutz der Verbraucher, wieder die Erhaltung des nationalen, historischen oder künstlerischen Erbes. So ähnlich noch in einer anderen Rechtsprechung, die Aufwertung der archäologischen, historischen und künstlerischen Reichtümer und die bestmögliche Verbreitung von Kenntnissen über das künstlerische und kulturelle Erbe eines Landes. Das habe ich fast mehr wegen des Amüsement hier aufgeschrieben. Das wurde mal als Gemeinwohlgrund anerkannt, bezogen auf eine Beschränkung, dass Fremdenverkehrsreiseführer aus dem betreffenden Land stammen müssten. Ja, also wenn Sie die Akropolis und das Forum Romanum erklärt bekommen, dass das jemand von dort machen muss. Natürlich auch für unsere Kommilitonen und Kommilitonen aus Paris 2. Irgendeine Ecke in Paris kann möglicherweise besser von Einheimischen erklärt werden. Aber Vorsicht, wir kommen gleich zu den Schrankenschranken. Dann auch Aufrechterhaltung des guten Rufes des nationalen Finanzsektors. Das ist ausgerechnet ein Gemeinwohlgrund bezogen auf Luxemburg gewesen. Ich führe das mal weiter nicht aus. Und dann Kulturpolitik und Sicherung eines pluralistischen Rundfunkwesens. Für alle Grundfreiheiten gilt, dass die Unionsgrundrechte bei der Interpretation dieser Gemeinwohlgüter einbezogen sind. Sie sehen das schon bei der Kulturpolitik, wo damals auf die EMRK verwiesen worden ist. Jetzt könnte man auf die Grundrechtecharta verweisen und hier eben die Gemeinwohlgüter
Wohl, die Gemeinwohlgüter gewissermaßen anpassen. Bei der Auflistung dieser ganzen Rechtfertigungsgründe haben Sie vielleicht gedacht, da bleibt nicht viel übrig von den Grundfreiheiten, aber der Gerichtshof hat in allen Entscheidungen, die ich hier angedeutet habe, ich habe häufig nur einfach den Gemeinwohlgrund genannt, auf jeden Fall eine Verhältnismäßigkeitsprüfung durchgeführt. Bei den geschriebenen Schranken steht sie in den Schranken drin. Wenn nicht, ist sie ein allgemeines Prinzip und sie gilt sozusagen sowohl bei den ausdrücklichen geschriebenen Schranken als auch bei den ungeschriebenen zwingenden Erfordernissen. Das heißt, wenn ein Gemeinwohlgrund genannt ist, wie zum Beispiel Verbraucherschutz, dann prüft der Gerichtshof, ob tatsächlich es auch erforderlich ist für den Verbraucherschutz, dass eine bestimmte Regelung getroffen wird. Und da können wir schon bei Cassis de Dijon, wenn Sie in die Entscheidung im Original reingucken möchten, es finden, dass zwar der Verbraucherschutz vorgetragen werden konnte, aber es war unverhältnismäßig, das Getränk völlig zu verbieten. Hinreichend ist es, dass man schlicht den Alkoholgehalt auf die Flasche draufschreibt. Auch bei der Margarine wird so argumentiert, es sei unverhältnismäßig, den Herstellern in ganz Europa aufzugeben, für den deutschen und ich glaube auch den belgischen Markt, so war es die Ausgangsentscheidung, Margarine nur in Würfeln zu verpacken. Es ist hinreichend, dass auf der Verpackung dann eben Margarine steht und nicht Butter oder die entsprechenden Wörter in der jeweiligen Fremdsprache. Die Argumentation, dass ich drücke es jetzt mal so aus, was da vorgetragen wurde, dass die Verbraucherinnen doch lieber mit solchen haptischen Merkmalen umgehen, möchte ich hier in aller Öffentlichkeit, obwohl es nicht meine ist, nicht nochmal wiederholen aus dem Sachvortrag. In dem Fall reicht ja, dass wir uns nur kurz darüber Gedanken machen. Etikettierung ist das A und O. Denken Sie an den Fall deutsches Reinheitsgebot für Bier. Auch da wurde argumentiert, Verbraucherschutz, der deutsche Verbraucher, insbesondere der bayerische Verbraucher, ja, der muss wissen, wo Bier draufsteht, ist auch nur Hopfen, Gersten, Malz und Wasser drinne. Antwort des Gerichtshofs, es kann auch ein anderes Getränk sein. Es muss halt hinten draufstehen, dass zum Beispiel Reis vergoren ist oder was immer in anderen Mitgliedsländern gerne ins Bier gekippt wird oder als Rohstoff benutzt wird, was für sich genommen nicht gesundheitsschädlich ist, sondern nur einfach dem Verbraucherschutz wegen draufgeschrieben werden muss. Ganz interessant ist die Frage, ob es einen mitgliedstaatlichen Entscheidungsspielraum bei der Verhältnismäßigkeit gibt. Können die Mitgliedstaaten gleichsam das Niveau festlegen, auf dem das Ziel, an dem sich ja die Verhältnismäßigkeit in der Ziel-Mittel-Relation ausrichtet, definiert wird. Da gibt es Entscheidungen, wo der Gerichtshof den Mitgliedstaaten das zugestanden hat, meines Erachtens letztlich aus rechtspolitischen Gründen, andere nicht. Auf der Ebene der Eignung vielleicht noch verlangt der Gerichtshof, dass die nationale Regelung tatsächlich dem Anliegen gerecht werden muss, das erstrebte Ziel in kohärenter und systematischer Weise zu erreichen. Das ist sozusagen mal der Rahmen. Sie prüfen eine Verhältnismäßigkeitsprüfung mit Eignung und Erforderlichkeit. Meistens kriegen Sie es da schon aufgelöst. Der Gerichtshof prüft selten die Angemessenheit. Meistens sind die Fälle auch auf diesen beiden Stufen, ich drück's mal so aus, zu knacken. Ein letzter Punkt, den ich in der Pflichtvorlesung nur andeuten möchte, der beim Schwerpunkt eine gewisse Rolle spielt: Wie ist eigentlich abzuwägen zwischen Kollektivmaßnahmen im Rahmen von Arbeitskämpfen und dem Recht der Sozialpartner, sozusagen ihre Bedingungen auszufechten? Das ist in der Grundrechtecharta gewährleistet, dort in Artikel 28, und der dadurch möglicherweise erfolgenden Einschränkungen
Im konkreten Fall war es die Arbeitnehmerfreizügigkeit. Da hat der Gerichtshof abgewogen und tatsächlich zugunsten der Grundfreiheiten entschieden, das sorgt für rechtspolitischen Streit. Vielleicht mögen Sie mich dazu in der Zoom-Sitzung befragen, vielleicht wollen Sie das speziell diskutieren. Ich möchte jetzt nur noch die Tür aufstoßen, schon zum nächsten Paragraphen, zur nächsten Woche, zur Harmonisierung. Wenn wir Gemeinwohlgüter haben, Gemeinwohlgründe, die verhältnismäßig stehen bleiben dürfen, sei es aus mitgliedstaatlicher Residualkompetenz, sei es auf der Grundlage der ungeschriebenen Rechtfertigungsgründe im Sinne zwingender Gemeinwohlerfordernisse, dann werden diese durch Harmonisierung abgebaut. Wie das geschieht, sehen wir nächste Woche. Sie haben aber jetzt nochmal einen Anhaltspunkt dafür, dass der Abbau durch Harmonisierung dazu führt, dass das harmonisierte Recht primär zu prüfen ist. Anwendungsvorrang des Sekundärrechts hatte ich das genannt. Ja, meine Damen und Herren, soweit also zu den Grundfreiheiten, zur Rechtfertigung von Beschränkungen. Ich kann Ihnen nur empfehlen, zu versuchen, das zu verstehen. Und wenn Sie es nicht verstehen oder etwas von mir schlecht erklärt wurde, dann bin ich ja weiterhin vorhanden und stehe Ihnen gern für Fragen zur Verfügung. Denjenigen, die an der Humboldt-Universität immatrikuliert sind. Ich denke aber, dass Sie mit der zur Verfügung stehenden Literatur auch schon weit kommen können. Aber wie gesagt, ich bin gerne für Sie da. Wiederschauen.